Mit den Arbeiten an dem heutigen, so lang ersehnten Tag nähert sich der Verein Kinderheim, Erinnerungsorte Kinderheim Köln-Sülz, nach fast 5 Jahren intensiver Arbeit seinem Ziel. Der Respekt für die Geschichte dieses Ortes und dem hier Geschehenen war unser zentraler Antrieb zu dem Projekt Erinnerungsorte. Orte, an denen man verweilen kann, Orte, die mahnen, Orte der Erinnerung. Der 20.04.2018 ist gleichzeitig Ankunft der Findlinge, Grundsteinlegung und, wenn man so will, auch Richtfest. Dieser Tag soll deshalb gehören denen, die sich dieses Werk haben ausgedacht, denen, die dieses Werk haben vollbracht und denen, für die dieses Werk gedacht. Liebe Anja Ohliger, lieber Ulrich Beckefeld, ihr habt damals die Jury mit eurem Entwurf überzeugt, den wir heute so eindrucksvoll realisieren. Was vielleicht wie selbstverständlich oder womöglich einfach aussehen mag, ist tatsächlich das Ergebnis einer intensiven Auseinandersetzung. Die Reduktion auf das Wesentliche ist eine der schwierigsten Leistungen. Eure Leistung bestand jedoch nicht nur in dem Entwurf, sondern auch in der Umsetzung, die aus der großen Entfernung Frankfurt, Wien, Köln allen einiges abverlangt hat. Nun sind sie da, unsere Findlinge. Diese Findlinge sind nicht einfach aus einem Katalog bestellt worden, sondern ihr habt sie in einem süddeutschen Steinbruch besucht, gefunden, vorsortiert, heben lassen, wiegen lassen, sie drehen lassen, ihnen sogar Namen gegeben, sie hierhin transportieren lassen und schließlich heute genau in der gewünschten Ausrichtung, Lage und Höhe liebevoll positioniert. In unserem Verein bestand von Anfang an Einigkeit darüber, dass die Entwicklung dieses Projektes ein nach allen Seiten offener Prozess sein muss. Denn nur mit der Beteiligung von ehemaligen Heimbewohnern Erfolg haben kann. Lieber Peter, ihr habt diesen Prozess von Anfang an angenommen und mitgestaltet. Ohne euch wären wir definitiv nicht so nah an dieses Thema gekommen. Wir, die wir nur aus Büchern wissen, haben dabei viel gelernt. Aus euren Reihen kam auch der Vorschlag, einer Grundsteinlegung durchzuführen. In dieser Kapsel sind traditionell Unterlagen über das Projekt, in dem Fall über den Verein, eine Auflistung aller Förderer. Aber das Besondere an dieser Kapsel ist, dass ihr über ein Forum einen Aufruf an die ehemaligen gestartet habt, ganz persönliche Dinge, Gedanken, Erinnerungen oder Wünsche völlig anonym für diese Zeitzeugenkapsel zur Verfügung zu stellen. Ich übergebe nun diese Zeitzeugenkapsel und damit auch das Wort an unsere Bezirksbürgermeisterin Frau Löhmer-Frerger. Vielen Dank, Herr Weiß. Ja, sehr geehrter Herr Weiß, sehr geehrter Herr Halberkann, sehr geehrter Herr Brinkmann-Henselder, sehr geehrte Damen und Herren, Frau... Damen und Herren ist wunderbar, Monika. Monika, sehr geehrte Förderer und Gäste und Nachbarn, ich freue mich sehr, dass wir heute diesen Tag hier einfach haben und das machen können, was wir uns seit 5 Jahren, Herr Weiß hat es gesagt, seit 5 Jahren vorgenommen haben und was uns vorgeschwebt hat. Und Herr Weiß, Sie haben das schon alles so wunderbar beschrieben, da muss ich mich jetzt nicht wiederholen, aber ich habe gedacht,
das ist eben, wir kennen alle diesen Satz, kein Ort darf verkommen. Wir haben den alle im Hintergrund, vor allen Dingen wir Kommunalpolitiker und haben dann da auch unsere Aufgabe sozusagen. Aber wenn ich sage, kein Ort darf verkommen, dann schaut sich vielleicht der eine oder andere an und sagt, das passt ja auf diesen Ort nun überhaupt nicht, der ist ja gar nicht verkommen. Ne? Denn was hier, das Einzige, was hier noch fehlt, ist die Größe der Bäume, damit wir jetzt im Schatten stehen können. Aber ich meine das in dem Sinne, dass kein Ort verkommen darf, wie gesagt, in dem Sinne, dass man nicht vergessen darf, welche Geschichte dieser Ort hat. Und dieser Ort hat eben eine ganz besondere Geschichte. 100 Jahre Kinderheim Sülz. Auf jeden Fall hat sich ja in diesen 100 Jahren einiges abgespielt. Wenn man sich mal vor Augen führt, dass 22.500 Kinder hier gelebt haben, das war ja quasi ja, ein Familienimitat. Das wurde mal mehr oder weniger gut durchgezogen sozusagen, aber es sind 22.500 Kinder im Laufe dieser vielen Jahre gewesen und jedes Kind hat ja doch ein Einzelschicksal. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann muss man einfach sagen, dieser Ort muss eben in unser aller Gedächtnis, also nicht nur in dem Gedächtnis derer, die hier betroffen waren, sondern in unserem kollektiven Gedächtnis des Stadtteils Sülz und ich meine sogar der Stadt Köln, einen ganz besonderen Platz haben. Und deswegen bin ich dem Förderverein so dankbar, dass er die Initiative ergriffen hat und gesagt hat, wir müssen hier auch etwas machen, künstlerisch. Und das ist ja nicht nur ein Kunstwerk, was man sich einmal so anschaut, sondern diese Kunstwerke, dazu wird aber bestimmt gleich die Künstlerin etwas sagen können. Dieses Kunstwerk lädt ja zur Kommunikation ein oder diese drei. Ja, und ich bin also sehr froh darüber, dass Sie diese Initiative gestartet haben. Ich selber durfte bei der Jury-Sitzung dabei sein. Es war, fand ich, anstrengend. Aber ich glaube, ja, weil es auch viele gute Entwürfe gab und dann ist es immer anstrengend, sich dann letztendlich für einen zu entscheiden, ohne die anderen sozusagen vor den Kopf zu stoßen. Aber ich glaube, dass diese Idee, mit Steinen sozusagen den Erinnerungsort zu schaffen, für uns alle in Europa, vor allen Dingen natürlich bei denjenigen, die, wenn sie beerdigt werden, einen Stein auf ihr Grab haben, aber auch für die zum Beispiel jüdische Tradition, haben Steine eben eine ganz besondere Bedeutung, weil man mit einem Stein ausdrücken kann, wenn man auf den Friedhof da war und einen mitnimmt, dass man da war. Also ich glaube, dass dieses Kunstprojekt mit den drei Steinen ganz wunderbar hierher passt und eben für uns alle ja, auch die Mahnung ist, öfter mal darüber nachzudenken, was hier in den 100 Jahren war. Drei große Steine, die den langen Entwicklungsweg des Ortes markieren. Drei große Steine, die unterschiedliche Erinnerungen an das Leben an genau diesem Ort in sich tragen werden. Als Orte der Erinnerung wenden sie sich an ehemalige, heutige und zukünftige Bewohner. Nicht zuletzt mit der Botschaft, dass dieser Ort in der Erinnerung vieler Menschen, die früher einmal hier lebten, immer noch der Ort ihrer Kindheit ist und für immer der Ort ihrer Kindheit bleiben wird. Für die Menschen, die hier im Kinderheim gearbeitet haben, wird es immer ein besonderer Ort der Begegnungen bleiben. Der Begegnungen mit Kindern, die einst auf ihre Hilfe angewiesen waren und die heute längst selber erwachsen sind. Für die Menschen, die heute hier leben, wird es vielleicht später mal der Ort sein, an dem sie ihre Familie gegründet haben, ihre erste Kindergartenliebe getroffen haben oder sich von einem lieben Menschen verabschieden mussten. Welche Erinnerungen zukünftige Kinder mit diesem Ort verbinden, ist noch ungeschriebene Geschichte. Vielleicht wird sich der eine oder andere an das Versteckspiel zwischen den Steinen erinnern oder daran, wie die Steine noch Wärme abgestrahlt haben in der Sommernacht. Und vielleicht wird sich ein Kind daran erinnern können, wie es an den Steininschriften das Lesen geübt hat. Orte der Erinnerung existieren oder entstehen natürlich
vor allem in unserem Kopf. Viele werden wissen, wie es ist, einen Ort der Vergangenheit wieder aufzusuchen. Das Haus erscheint auf einmal viel kleiner, der Keller nicht mehr ganz so dunkel und der böse Hund vom Nachbarn liegt längst unter der Erde. Jetzt stellen Sie sich mal vor, jemand wäre in der Zwischenzeit da gewesen und hätte eine Botschaft hinterlegt. 3 große Steine, die daran erinnern, dass es immer noch auch dein Ort der Erinnerung ist. Wie eben schon erwähnt, haben wir von den Ehemaligen einen Aufruf gestartet an frühere Kinderheimbewohner, ihre persönlichen Erinnerungen für diese Zeitzeugenkapsel zu schicken. So, Monika und ich werden heute stellvertretend für die Ehemaligen und auch stellvertretend für die sehr unterschiedlichen Erfahrungen, die Kinder hier gemacht haben, symbolisch etwas in die Zeitzeugenkapsel hineinlegen. Der Ort selber, Kinderheim Sülz, ist ja eigentlich bis auf die denkmalgeschützten Gebäude und die Kirche verschwunden. Und wir möchten einfach nicht, dass das aus dem sozusagen Gedächtnis der Stadt verschwindet. Und deswegen hat sich ja der Förderverein gegründet. Und den Förderverein haben wir, also hier in der Bezirksvertretung, beziehungsweise ich, habe den von Anfang an unterstützt, weil ich das für eine ganz wichtige Sache halte, dass Erinnerungen auch konkretisiert werden, sozusagen, und nicht einfach verschwinden. Und deswegen habe ich den Förderverein Kinderheim Sülz von Anfang an unterstützt und war dann auch in der Jury-Sitzung, als es um die künstlerische Gestaltung ging. Und wir haben uns dann ja letztendlich nach langer Diskussion auf diese Findlinge geeinigt. Für mich persönlich haben Steine wirklich etwas von Erinnerung. Und wenn man sie kombiniert, diese Findlinge kombiniert mit den Inschriften, dann glaube ich, ist das auch ein würdiges Erinnerungsmahnmal.